Ich, der keine Ahnung von WoW hat. WoW ist eigentlich gar nicht so schwer. Geht es außer man gut? Will was erreichen. Kleine dann kann's Raufereien echt sind gut fürs sein. Gemüt. Also easy to learn, hard to master, würde ich jetzt behaupten. Was und so geht es euch gut? Mehr als nur gut, dass du... Wir haben's geschafft! All die Glimmer, die wir uns nur wünschen konnten. Und das alles dank dir. Wirklich rührend. Aber wir können uns einfach... Also schnappen, wofür wir hier sind, und abhauen, bevor noch mehr von den Dingern auftauchen. Hey, hey, Scherbenzähler. Man wird sich wohl noch freuen dürfen. Aber wir sollten wohl unsere Freundin mit dem Feuerhaar gehen lassen. Sie hat hier unten noch was zu erledigen, nicht wahr? Das ist so richtig. Oh, stimmt ja. Brauchst du Hilfe? Ab hier komme ich alleine klar. In Ordnung. Wir bringen ein paar Glimmer nach oben. Ruf, wenn du uns brauchst. Danke. So. Habe ich gerade gekleckert beim Trinken. Wenn man zu gierig ist. Es ist immer dasselbe, wenn man zu gierig ist. Poseidon sollte irgendwo hinter dieser Tür sein. Mhm. Zeit, ihn nach Hause zu bringen. Dann wollen wir mal Poseidon holen. Poseidon. Okay. Poseidon sollte sich in einer Art Prozessor verstecken. Hm. Ich brauche eine Konsole, um Zugriff zu erhalten. Also, falls man sich fragt, was wir hier machen, aktuell suchen wir diverse KIs, die wir sozusagen mit der Master-KI zusammenbringen können, um die Welt wiederherzustellen. Da. Die Konsole sollte ich nutzen können. Ich kann es nicht. Ich kann diesen Ort nicht aufgeben. Ich lasse alles auf Standby. Das System kann Jahrzehnte laufen, vielleicht sogar Jahrhunderte. Es ist mehr als unwahrscheinlich. Doch vielleicht wird eines Tages jemand diesen Ort wiederfinden und sein Licht und seine Wunder bestaunen, seinen Reichtum und grenzenlose Möglichkeiten entdecken, ihn zu seinem eigenen Traum machen. Letztendlich, wenn diese Stadt mir eine zweite Chance geben, wenn Wasser in einer Wüste fließen kann, ist alles möglich. Er hat recht. Das ist so richtig. Ein Geschreibsel. Puh, da machen wir mal. Ich will dich nach Hause bringen, Poseidon. Zu Gaia. Ja, Mutter. Nach dem Wasser führen sie ihr zurück. Elisabeth Sobek, Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Poseidon-Unterfunktion wieder her. Okay. Und jetzt zurück damit zu Gaia. Mhm. Ich bin gerade noch kurz was am Sortieren. Ja, G-Man. Aber ganz ehrlich, ich bin gerade nicht so wirklich in Vorleselaune. Wie schon in relativ, also relativ lange eigentlich schon. Ich kann dir noch nicht mal sagen, warum. Ich
kann dir noch nicht mal sagen, warum. Was ist denn hier jetzt mit den Haaren? Ich hab's damals gefeiert. Ja, dann lese ich jetzt halt wieder vor, G-Man. Nur für dich. Xerion! Hello. Hello there. How are you? Wie geht es dir? Nein, was? Nein. Gut, dann lese ich halt nicht vor. Ach so, das... Okay, dann lese ich halt nicht vor. Wenn dir meine Stimme nicht ausreicht, ist ja in Ordnung. Systemneustart eingeleitet. Durch das Wegnehmen von Poseidon wurde wohl das Energiesystem neu gestartet. Das heißt, wir sollten uns wahrscheinlich beeilen, ne? Huch. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, dass wir uns ein bisschen beeilen sollen. Morland und seine Crew sind bestimmt wieder oben. Mit allen Wimmern, die sie tragen können, wette ich. Ich weiß. Ich weiß, G-Man. Aber du weißt auch, dass ich das nur mache, um dich zu ärgern, richtig? Okay, wow, das sieht schon geil aus. Uff. Das ist halt schon nice. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie in Rapture. Es hat so ein bisschen Bioshock-Vibes. Findet ihr nicht? Die werde ich bestimmt bald brauchen. Es hat so ein bisschen Bioshock-Vibes. Sehr cool, sehr cool. Ja, dann genieße deinen Urlaub. Genieße deinen Urlaub. Noch höher. Die Frage ist gerade, wie komme ich denn hier noch höher? Hier hinten wahrscheinlich, ne? Fliege. Muss ich jetzt nicht verstehen. Hier geht's nicht hoch. Wo geht's denn hier höher? Übrigens eigentlich noch ein DLC von Assassin's Creed Valhalla vor uns, ne? Achso, warte. Ah. Genau hier fing es an, vor über 30 Jahren, als dieses Casino noch das Tempo genannt wurde. Eine große Wette wendete mein Schicksal. Aber jetzt hat das Schicksal seine grausamste Seite gezeigt. Allen. Ich muss die Lichter ausschalten.
Ein letztes Mal. Und die Wasser meiner Wahlheimat werden versiegen. Hm. Tja, ein Traum muss sterben. Wenigstens kann ich mich noch verabschieden. Wenigstens etwas. Pressemeldung, Las Vegas, 4. Mai 2060. Diese Woche ist es 20 Jahre her, dass Stanley Chen eines der ehrgeizigsten Bauprojekte der amerikanischen Geschichte anpackte, trotz der ablehnenden Haltung vieler Amerikaner. Als er seinen Spaten in den ausgedörrten Boden stieß, scherzte der CEO darüber, wie gegen den politischen Einfluss Chinas Vegas in eine kochende Brutstätte nationalistischer Stimmung verwandelt hatten, sein immenser Reichtum diese aber abkühlten und sich die Amerikaner schließlich für seine Idee eines neuen Las Vegas erwärmten. Wer hätte damals gedacht, dass er zu einer der beliebtesten Persönlichkeiten der Rückforderungsära werden würde? Aber Stanley Chen war schon immer jemand, der allen Wahrscheinlichkeiten trotzte, wortwörtlich. Im Jahr 2035, während eines Treffens mit potenziellen Investoren im alten Tempo-Hotel, musste Chen entsetzt mit ansehen, wie sein Wasserfilterungs-Startup vor seinen Augen unterging. Er hatte zu spät bemerkt, dass sein ehemals zuverlässiger Anwalt entscheidende Patentinformationen an die Konkurrenz verkauft hatte. Die nachfolgende Kettenreaktion von geplatzten Geschäften brachten ihm schwere Verluste ein und letztendlich blieben ihm nur noch $88.000 auf seinem Konto. Die hätte ich gerne. Am Boden zerstört beschloss Chen, seine Zukunft dem Schicksal zu überlassen. Er ging ins Casino und setzte die ganzen $88.000 beim Roulette auf die 8. Sie kam. Der Gewinn dieser 37:1 Wette betrug beinahe 3,2 Millionen. Genug, um seine Träume von einem erfolgreichen Unternehmen wieder aufleben zu lassen. Er machte sich wieder an die Arbeit voller Dankbarkeit für seine zweite Chance. 5 Jahre später war nicht Chen in Not, sondern Vegas selbst. Die Heißzone-Krise hatte den Tourismus zum Erliegen gebracht. Immer weiter steigende Temperaturen hatten das Land völlig ausgedörrt. Wasser, das überall dringend gebraucht wurde, war für den Import zu teuer geworden. Die Stadt aufzugeben schien die einzige Option zu sein. Die Stadt der Lichter wurde für immer dunkel werden. Aber Stanley Chen konnte das nicht zulassen. In 5 unglaublich erfolgreichen Jahren hatte er aus $3,2 Millionen 200 Milliarden gemacht durch den Verkauf von Wasserfilterungstechnologie, die Daten beschädigt. Eieieiei. Das Schlimme ist ja, dass das echt so ein bisschen wie der Aufzug von vorhin aus Wahrheit in sich trägt, ne? Vielleicht kann ich fahren, anstatt wieder hochzuklettern. Wir brauchen nicht klettern. Nice. Sehr gut, sehr gut. Nur 88 Mille. Mhm. Nur. Easy. Hat doch jeder bei uns in der Portokasse. Nicht? Ich dachte, das wäre so ein Normalbetrag. So, Outfits. Sehr gerne. Wen haben wir denn da? Welches Outfit können wir? Das. Du. Und Munition. Wollen wir Munition? Ja, bitte. Okay, warte mal. Waffen-Upgrades? Ne, die sind auch alle. Alle richtig. Was immer sie getan hat,
Ja, was immer ich getan habe, es war gut so. Ah, diese Meerschweinchen gehen mir heute schon wieder richtig auf den Keks, ne? Ich weiß auch nicht, was deren Problem ist. Es hat die ganze Stadt zum Laufen gebracht. Ist das ein Adler? Ist das Ah, die Show, die mein Opa immer wollte. Noch einer. Sein Traum war erfüllt und das Erbe seines Opas gesichert. Der Held blickte auf das Meer an Wüstenlichtern, zu Tränen gerührt. Als ich die Glimmer als Kind sah, hätte ich sie mir nie so vorgestellt. Vielen Dank, Aloy. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Hab ich. Und jetzt muss ich weiter. Oh. Komm gerne wieder, wenn du kannst. Ich habe mit diesem Ort Großes vor. Ich dachte, du wolltest mit den Glimmern im Anrecht Shows veranstalten. Oh, nein. Das hier ist die Show. Kannst du dir das vorstellen? Dass Leute von überall herkommen, um sich das anzuschauen? Dazu noch Essen und schöne Unterkünfte. Und natürlich verschiedene Unterhaltungsangebote. Vergiss nicht, die Glücksspiele. Da stecken jede Menge Scherben drin. Ein neuer Traum. Was würdest du tun, wenn du 88 Milliarden hättest? Ich hoffe, ihr macht ihn wahr. Auf jeden Fall nicht mehr arbeiten gehen? Lebt wohl, meine Herren. Aber wahrscheinlich das Gleiche, was ich jetzt auch tue. Dieses Stöbern wird in die Geschichte eingehen. Sehr, sehr viel verschenken. Oh, du Scheiße. Wenn Morland und seine Crew bleiben, sollte ich vielleicht später wieder vorbeischauen. Jetzt muss ich Poseidon zu Gaia zurückbringen. Aber zuerst sollte ich das Osaram-Lager suchen und nach Talana sehen. Mit meiner neuen Tauchermaske kann ich so tief runter, wie ich will. Wie zu den tiefen Wasserstellen, die ich entdeckt habe. Jetzt haben wir erstmal einiges zu tun. Einiges. Wie zum Beispiel gucken, was da ist. Ich würde, glaube ich, sehr, sehr viel verschenken. Oder sagen wir mal so, ich würde von guten Freunden, Familie und so ein paar Wünsche erfüllen. Aber bei 88 Milliarden, da brauchst du dir echt gar keine Gedanken mehr machen, ne?